Hallo und herzlich willkommen zurück zu Siberia, The World Before. Ja, jetzt geht's mal anders rund. Wir sind nämlich dabei, zwischen der Zeit zurückzureisen und hin und her zu schalten. Und zwar mit LB, wie hier steht, zwischen Kate und Dana den Schlüssel aus der Truhe holen. Okay, dann wollen wir mal den Schlüssel aus der Truhe holen. Schlüssel aus der Truhe. Ja, dieses Gerät unten, ja, das ist noch versteckt. Dana, sei ein Schatz und verstaue den Schlüssel sicher. Bei diesen Bergbewohnern hier kann man nicht vorsichtig genug sein. Besonders die kleine Leni schnüffelt ständig an meiner Ausrüstung herum. Ich habe sie daher weiter. Leni nicht verraten. Wo kommt der normalerweise hin? Dort drüben habe ich ein kleines Versteck. Kleines Versteck. Jetzt muss ich wieder die Brille wechseln. Ihr wisst, ich bin halt blind. Ein kleines Versteck. Eine Diele. Klassisch. Soll ich den Schlüssel hier reinlegen? Ja, sei so gut. Ein praktisches Versteck. Wer hat das gemacht? Oh, Herr Gustav. Er weiß nur zu genau, dass manche Gäste ihre kleinen Geheimnisse haben. Ich muss nur noch die Dreharbeiten für morgen vorbereiten. Dann können wir nach Herzenslust plaudern. Könntest du mir aus der Dunkelkammer schnell eine neue Rolle Film holen? Dann sind wir fertig. Naja. Schlüssel aus dem Versteck holen. Jetzt muss ich mal sehen, wo sie stand. Eigentlich wäre das hier, oder? Oder ist sie nicht hier? Also irgendwo ist ja hier die Diele. Irgendwo. Unmöglich. Dort stand früher Juntas Bett. Das heißt, ihr Geheimversteck muss in der Nähe sein. Bah, weg mit dir! Ja. Das war der Schlüssel, der mir noch gefehlt hat. Aber wieso sollte ich jetzt nochmal zurückschalten? Eine neue Filmrolle holen. Das war ja auch noch so eine Geschichte, ja? Aus welcher Truhe? Hast du das Foto gemacht? Natürlich. Wie konntest du sie beim Training filmen? Oh, das war ein Auftrag. Da hatte ich Glück. War zur richtigen Zeit am richtigen Ort. Natürlich habe ich mich auf die Chance gestürzt, weil ich dadurch Leon endlich mal in Aktion filmen konnte. Okay, nicht den Fokus verlieren. Filmrolle, ja. Ich will ja auch in der Vergangenheit nicht vergessen. Vielleicht ist ja das mit dem Film. Das ist ja auch noch wichtig, ja. Sie haben da aber eine Menge Ausrüstung. Wie können Sie sich das denn alles leisten, wenn ich fragen darf? Ach, das ist leicht. Besonders, wenn man ein paar großzügige Kunstmäzene kennt, meine Liebe. Hast du die Fotos von den Sportlern gemacht? Dann bist du nicht oft einsam. Sieh sich einer unsere süße kleine Kellnerin an. Du kannst ja richtig frivol sein. Das nennt sich Kunstliebes. Meine Arbeit zielt darauf ab, jede Facette der Jugend und Vitalität des menschlichen Körpers zu erkunden. Sieht ganz so aus. Hm.
Deine Fotos sind so schön. Ah, sie stellen alle ein Element der Tier- und Pflanzenwelt der Berge dar, die ich kürzlich fotografiert habe. Ich nutze sie als Liste zum Abhaken. Eine Checkliste, hm? Eine Checkliste. Foto Nummer 1. Ja, eine Art Seilbahn. Ja, wirklich schöne Bilder. Okay. Hier sind die Filmrollen, um die mich Junta gebeten hat. Alle diese Zeitungsausschnitte erwähnen die braunen Schatten. Vater ist davon überzeugt, dass ihr Einfluss in der Bevölkerung wächst. Jetzt, da ich das Pech hatte, Herrn Höss hier zu treffen, verstehe ich seine Besorgnis. Alle diese Zeitungsausschnitte erwähnen die braunen Schatten. Vater ist davon überzeugt, dass ihr Einfluss in der Bevölkerung wächst. Jetzt, da ich das Pech hatte, Herrn Höss hier zu treffen, verstehe ich seine Besorgnis. Ja, das müssen wir uns nicht nochmal anhören. Also, ich glaube, hier drin habe ich alles. So, und wo soll die Filmrolle jetzt hin? Hä? Reden. Sie müssen das im Dokument beschriebene Ende des Ereignisses wieder in der Vergangenheit entkommen. Ich muss irgendwas genauso machen. Verflixt. Hier enden Juntas Notizen. Unmöglich zu wissen, was als nächstes passierte. Aber vielleicht hilft mir das, was ich gelesen habe, die Truhe zu öffnen. Ah, ich habe doch die Truhe schon offen. Also, bitte. Den Schlüssel brauche ich ja eigentlich nur noch einzufügen. Ja, den habe ich ja jetzt. Zack. Wo finde ich die Kombination für den Mechanismus? Ach du liebes Bisschen. Bei den Bildern bestimmt. Oder? Da kann ich ja alles Mögliche drehen, ja, das ist schon mal wieder klar. Und Herr Höss, was macht er bei der Ursprungsexpedition? Leider haben alle von den braunen Schatten finanzierten Expeditionen so einen Aufpasser. Er ist dabei, um sicherzustellen, dass ihre Mittel so verwendet werden, wie sie es wollen. Mit anderen Worten, dass es keine Abweichungen von ihrer Ideologie gibt. Wie konntest du sie beim Training filmen? Oh, das war ein Auftrag. Da hatte ich Glück. War zur richtigen Zeit am richtigen Ort. Natürlich habe ich mich auf die Chance gestürzt, weil ich dadurch Leon endlich mal in Aktion filmen konnte. Wie bist du mit Leon zusammengekommen? Ich meine, wie seid ihr... Wir sind nur befreundet, wenn es das ist, was du wissen willst. Herrn Gustavs Radio. Er hat es umgebaut. Vermutlich, weil die Berge die Funkwellen hier oben blockieren. Mal sehen, was die Kombination mit dem Fotos zu tun hat. Es ist nur eine Vermutung, ja.
doch ein Raum. Nein. Nein, hier ist nicht noch ein Raum. Bitte komm da raus. Jetzt muss ich leicht genervt sein. ja. Hier sind viele Ungereimtheiten mit den Bildern her. Oder, Moment, wie war denn überhaupt die... Gibt es da auch Ziegenberge und... Weil hier ist oben eine Bergziege und die Blume und dann der... Die Blume ist dabei, ja. Ziege. Ah. Berge. So schnell merken. Die Ziege, die Blume, Berge, Baum. Ziege, Blume, Berge und der Baum. Blume. Berge. Und Baum. Tada! Jetzt brauche ich wahrscheinlich noch einen Film. Ja, auf jeden Fall muss hier noch was eingelegt werden. Benutzen. Und das Gegenstück natürlich. Und das habe ich nicht. Doch. Ich habe mehrere Gegenstücke. Oh, was ist denn hier? Was kommt denn da noch rein? Kommt da jetzt was rein? Ach, da kommt die. Ja, ich kann es doch nicht abspielen, wenn ich das nicht rüberziehe, oder? Jeder, der das so kennt, weiß das doch. Ja, schauen wir mal rein in den ersten Film. Berghütte am Silberspiegel.
Ja, da sehen wir ein ziemlich eifersüchtiges Kerl. Klassisch alter Stummfilm ohne Ton. Aber in den 30er Jahren gab es doch eigentlich auch schon Ton zu den Filmen, oder? Das war der Stummfilm. Weiß ich es gar nicht. Wann kam denn der erste Ton? Muss ich direkt mal googeln. Tja. Ah, so ist das Bild entstanden. Ich sehe es gerade. Ich habe mal auf den entscheidenden Moment gewartet. So ist dieses Foto entstanden. Das, was wir gefunden haben später in dem Zug. Ja, das hat alles seinen Sinn. Das ist nicht komisch erzählt. Das hat wirklich alles passt zusammen. Genau, so sieht's aus. Kann ich noch einen reinlegen? Interessante Aufnahmen. Mal sehen, was auf der anderen Rolle ist. Ich sollte zurückspulen und die erste Rolle entfernen, bevor ich die einlege. Naja, das war mir natürlich klar. Also, echt. Mein Gott. Man weiß es doch. Ach, schön, dass man da hier so interagieren kann, dass das wirklich so ist, wie es ist. Was denkt ihr, was solche Geräte heute wert sind? So, was ist auf dem zweiten Film? Wir sind wieder auf der Berghütte 1937 im Sommer. Wir sind diesmal auf dem Boden. Lilis Film erstellen. Erstellen oder untersuchen? Okay. Das ist jetzt etwas seltsam, aber ich erstelle den Film in der Vergangenheit. Ja, ich kann auch hier untersuchen, aber ich kann auch die Kiste untersuchen. Das ist jetzt nicht mein Rätsel. Weil die Kiste habe ich ja dann geöffnet in der Zukunft. Also ist das auch schon wieder logisch, dass Leni das nicht macht. Komm, ich will jedes Detail sehen. Lipstick bewegen, ja. Ja. Ich bewege mich. Und was entdecke ich dadurch?
bin mir nicht sicher. Das Rätsels Lösung befindet sich dann von der Vergangenheit in die Zukunft. Ja, da ist Leni. Ja, und jetzt? Was fehlt uns hier? Ist ja noch ein Detail, was uns fehlt. Ah. Schieben. Leni hat nicht gesagt, dass sie einen Streit zwischen Dana und Leon gefilmt hat. Ich spreche besser nochmal mit ihr darüber. Ja. Okay, jetzt ist es schon ein bisschen her, aber ich glaube, ja, sie ist ja draußen. Die Leni ist ja die alte Dame, die draußen im Rollstuhl draußen sitzt. Und deswegen. Nein, das Buch schaue ich nicht nochmal an. Deswegen gehen wir jetzt nochmal nach draußen und sprechen sie doch direkt mal drauf an. Hinten. Demoiselle Leni, ich habe Ihre Filmaufnahmen von Dana und Leon gesehen. Junta hat sie also behalten. Sie war so sauer, als sie bemerkt hat, dass ich an ihren Sachen war. Die hatte mit Sicherheit selbst ein paar Geheimnisse. Ich weiß, es ist ewig her. Aber erinnern Sie sich, was an jenem Tag zwischen Dana und Leon passiert ist? Sie können es einfach nicht sein lassen, was, Fräulein? Aber wie Sie meinen. Da Junta mich nie ihre Kamera benutzen ließ, beschloss ich, sie nicht mehr zu fragen. So konnte sie nicht Nein sagen, oder? Und da hörte ich sie streiten. Wie konntest du dem nur zustimmen, Leon? Wie konntest du? Ich sage doch, ich hatte keine Wahl. Der Bergführer vor Ort in Baltaya kann es nicht machen, er ist verletzt. Es gibt genug andere Bergführer in Wagen. Warum du? Sag ihnen, sie sollen sich jemand anderen suchen. Dana, ich wollte es dir nicht sagen, aber... Aber was? Frank Höss, dieser Rohling von neulich. Er hat diese Entscheidung getroffen. Mit anderen Worten, er rächt sich an mir, indem er mich mit der Expedition ans andere Ende der Welt schickt. Und er sagt, wenn ich mich weigere, passiert etwas. Nicht nur mir, sondern auch dir. Was meinst du damit? Du weißt, was ich meine. Du bist Vagaranerin, genau wie deine Eltern. Höss sagt, es dauert nicht mehr lange, bis die braunen Schatten an der Macht sind. Und er hat deutlich gemacht, dass etwas im Busch ist und dass du und deine Eltern die Ersten auf der Liste sind. Welche Liste? Weiß nicht, aber das kann nichts Gutes sein. Er sagte, andere Vagaraner würden folgen. Herr im Himmel. Dana, Liebste, die Welt ist verrückt geworden. Versprich mir, dass du sehr vorsichtig bist. Alles wird gut, wenn du nur auf dich aufpasst und auf deine Worte. Ich bat Junta, dir beizustehen, für alle Fälle. Ich bin nicht lange fort. Ein halbes Schuljahr an der Musikakademie. Zu Weihnachten bin ich wieder da. Versprochen. Oh, komm her zu mir, mein süßes Edelweiß.
Nenn mich nicht so. Du weißt, ich mag das nicht. Aber es stimmt doch. Genau das bist du, mein süßes Edelweiß. Wenn du so weitermachst, Leon Cobatis, bekommst du auch einen Spitznamen. Na dann. Gut. Ja, was sind für Spitznamen? Bergliebhaber, Kletterkünstler, Hoch... Was für ein Hochlandmaler. Ab jetzt lautet dein Spitzname Hochlandmaler. Ha, ob meine Wagener Künstlerfreunde den mögen werden, aber gut. Wunderschön, nicht wahr? Ich könnte für immer hier bleiben. Okay, das war's schon. Nichts mit Streit. So, Fräulein Walker. Ich habe Ihnen alles gesagt. Ich hoffe, jetzt haben Sie, was Sie brauchen, um endlich weiterzureisen. Danke, Demoiselle Leni. Aber da ist noch eine Sache. Sie haben eine Musikakademie erwähnt. Die müssten Akten und Archive haben. Vielleicht kann ich dort herausfinden, ob Dana eine Adresse hinterlassen hat. Na, die ist nicht verschwunden. Sie ist immer noch in Wagen. Gehen Sie ins Musikerviertel. Sie liegt direkt am Musikplatz. Mehr kann ich Ihnen nicht sagen, also wenn es Ihnen nichts ausmacht, Fräulein. Danke. Dort werde ich meine Suche fortsetzen. Ist es das wirklich wert, weiter nach Dana zu suchen? Ist das nicht nur so ein Luftschloss, Fräulein? Mir scheint, dafür haben Sie eine Vorliebe. Ich sehe es lieber als Berufung. Außerdem habe ich kaum eine Wahl. Dank Ihnen ist sie jetzt ein Teil von mir. Wie Sie wollen. Ich hoffe, Sie werden finden, was Sie suchen. Danke. Vielen Dank. Ich denke, ich habe alles, was ich von hier brauche. Ich sollte zurück in den Gasthof fahren und mich ausruhen. Gleich morgen früh fahre ich zur Musikakademie. Den Gasthof fahren? Ja, wie komme ich denn da hin wieder? Wenn ich Sie wäre, Fräulein, würde ich nicht so lange warten, bevor Sie zur Tram zurückgehen. Es ist eine ziemliche Strecke zum Bahnhof. Ja, ich würde mal hier vorne runtergehen. Ah, ich kann wieder schneller rein, das ist auch gut. Ja, was denn jetzt hier los? Das muss die Mitteilung sein, von der der Bergsteiger auf der Hütte sprach. Sie verbietet den Zugang zum Teufelskragen, weil dort im Eis die Leichen der Widerstandskämpfer gefunden wurden. Aha, also? Dort muss es zur anderen Seite des Kessels gehen. Warum gehe ich da nicht hin? Weil ich wahrscheinlich erst mit der Tram wieder zurück muss. Das bedeutet, ich muss aber auch wieder hier hinten. Die Leiter runterklettern. Muss ich nicht nochmal durchschauen, das habe ich. Hier oben ist es atemberaubend. Ich verstehe, warum sie die Felswand Silberspiegel nennen. Sie glänzt und ragt empor wie ein gewaltiger silbriger Spiegel. Sie macht ihrem Namen in jedem Fall alle Ehre. Ich habe sie gefunden, meine Katjuscha. Das Mädchen auf dem Bild. Sie heißt Dana. Dana Rose. Das ist schön, Kate. Wirklich schön. Ich finde heraus, wer sie war. Wie ich es dir versprochen habe.
Wohl nur ein gutes altes Abenteuer, um deine Trauer zu vergessen. Du solltest gehen, Kate. Sonst verpasst du deine Bahn. Für dich wird immer ein Zug fahren. Ja, Kate Walker wird immer einen Zug finden. Verlasse sie die Berghütte am Silberspiegel. Hat mir gerade einen Erfolg eingebracht und natürlich beobachtet immer noch jemand. Wer auch immer. Ja, die Rahmenbahn Herbst 2005. Ah, das ist so schön. Ich könnte wirklich stundenlang sitzen bleiben und erstmal, oder zumindest erstmal abwarten, ob sie auch ankommt, wenn ich hier nicht weiter drücke. Ja, okay, dann fährt sie wahrscheinlich ewig. Das Blumenviertel, ja, da sind wir wohl schon. Aber wo sollte ich jetzt überhaupt hin? Welches Viertel? Zurück zum Geschäft gehen. Oh, meine Güte. Was für ein Tag. Welches Geschäft eigentlich? Hoffentlich geht es Oscar gut. Wo immer er auch ist. Ich werde ihn nicht im Stich lassen. Ich muss ihn nur finden. Der Deckel war mal zu. Gasthof Dornburg, ja, genau, da werden wir auch richtig sein, jawohl. Geschlossen. Es ist spät. Frau Wagner ist wohl schon im Bett. Und ich auch gleich, wenn nichts dazwischen kommt. Da ist wirklich niemand da. Okay.
New Jersey. Aha. Wir sind 1983 in New Jersey, USA. Jetzt geht's wieder die Reise, ganz anderes Gefilde. Wow. Dass das sich so ändert. Bist du das, Katie? Ja, Mom. Wer soll es denn sonst sein? Katie, Kate Walker. Wieder noch. Offenbar sind Moms Freunde gestern Abend hier gewesen. Sie trifft sie oft, seit das mit Dad passiert ist. Vielleicht zu oft. Komm schon. Ich sitze schon seit Stunden in meinem Zimmer und zerbreche mir den Kopf über die Matheaufgaben von Miss Wormwood. Mami, darf ich raus und mit Olivia spielen? Das hängt von dir ab, Spätzchen. Bist du mit den Hausaufgaben fertig? Ja. Mehr oder weniger? Dann kann ich sie mir ansehen, oder, Katie? Ist noch nichts mit nach draußen gehen. Eigentlich ist es zu kalt zum Rausgehen. Ich bleib lieber drin. Hab ich's mir doch gedacht. Oh, gemein. Haha. Wo ist denn die Mutter? Wo ist sie denn? Was ist hier? Noch ein Brief für Dad. Ein Brief für Dad. Letztes Mal hat Mom tagelang gebraucht, sich zu überwinden, ihn zu öffnen. Naja, ich kann ihn nicht aufmachen, oder? Nein. Wahrscheinlich ist es... Naja. Der ist wahrscheinlich immer unterwegs. Wieder ein Buch? Nein, ich lese. Was habe ich denn jetzt gemacht? Ein Klassiker. Ich habe eine Ausgabe eines Klassikers gefunden. Wie heißt sie denn? Opa und Oma aus New York haben mir das zu meinem letzten Geburtstag geschenkt. Ich sollte es wirklich lesen. Oder wenigstens Eselsohren reinmachen, damit es so aussieht. Okay, das ist die einzige Schublade, die ich durchsuchen kann. Liebste Sarah, dein Vater und ich möchten unser tiefstes Mitgefühl dafür ausdrücken, was Richard zugestoßen ist. Wir haben uns Sorgen um dein Wohlergehen, Sarah, Schatz. Du bist erwachsen, aber wir sorgen uns um ja in Liebe, Mama und Papa, ja. Habt ihr es mitgelesen? Ja, ich weiß. So ein fauler Hund. Jetzt liest er uns nichts vor. Mama hat schon wieder welche gekauft. Was denn, Schlafpillen? Oder? Das Klavier, das Mom bestellt hat, wird bald geliefert. Ich hab's nicht übers Herz gebracht, ihr zu sagen, dass ich lieber ein Schlagzeug wollte. Ja. Geht's euch nicht auch so? Ah, es geht nur eine Schublade auf. Wow. Ich hoffe, ich kann um die Welt reisen, wenn ich groß bin. Und glaub mir, das wirst du. In jedem einzelnen... Siberia. Oh, hallo Spätzchen. Hi, Mom. Ich kenne sie gar nicht so richtig.
Also ich muss ja mal festhalten, ja, wir sind hier in einem Traum. Ja, deswegen sieht das auch so aus. Ist sie doch. Ist alles in Ordnung, Katie? Was machen die Hausaufgaben, Spätzchen? Ja, ja, die machen sich schon irgendwie. Das bedeutet doch nach oben gehen, ja. Du hast deine Spieluhr vergessen. Sei bitte vorsichtig damit, Spätzchen. Wo kommt die denn her? Das habe ich dir doch erzählt. Deine Oma und dein Opa haben sie mir als Kind geschenkt. Sieht aber nicht aus, als käme sie aus New York. Keine Ahnung, sie gehört schon ewig der Familie. Sie ist so toll. Du hast sie immer gemocht, schon seit du ganz klein warst. Schenkst du sie mir, wenn ich groß bin? Vielleicht, wenn du brav bist und wenn ich alt bin. Und wann ist das? Später, Katie. Das dauert noch ganz, ganz lange, wenn ich nicht mehr da bin. Ach, was soll's. Du willst, dass ich dich anrufe, Olivia? Schön. Ich habe Schlimmeres ich sollte es nicht aufschieben. Ich rufe Olivia besser an, bevor mich der Mut verlässt. Anrufen? Anrufen? Darf ich was einstecken? Telefonmäßig habe ich ja nichts einstecken, ja? Was ist denn hier? Hier ist ein Brief davor. Für wen hältst du dich, Olivia Foster? Es ist leicht, mich von New York aus zu verurteilen. Du hast keine Ahnung, was ich durchgemacht habe. Was ich aushalten musste, seit ich Hans verließ. Wegen eines einfachen Telefonats so nervös bin. Ich meine, ich habe ganz Europa durchquert, unglaubliche Gefahren überstanden und doch bin ich besorgt, mit meiner früheren besten Freundin zu reden?
Wenn ich daran denke, wie ich früher stundenlang mit ihr am Telefon getratscht habe. Also, wovor habe ich Angst? Die, die das Begräbnis ihrer Mutter verpasst hat, weil sie tief in einem Bergwerk Steine klopfte. Olivia hat mich sowieso ständig kritisiert, seit ich in Hans Vorarlbergs Zug Valladilen verlassen habe. Ich bin es, die sie kritisieren sollte. Ich meine, sie war es doch, die meine Abwesenheit ausgenutzt hat, um mir Dan auszuspannen. Ach, was mache ich da? Will ich so nachtragend sein? Genau das wollte ich hinter mir lassen, als ich mich entschied, zu Hans in den Zug nach Siberia zu steigen. Und dann meine Reise mit dem Stamm der Yukol, ihr Migrationszug. Komm schon, Kate, meine Güte, hör auf, es hinauszuzögern. Jetzt ruf sie endlich an und bring's hinter dich. Ja, ich kann mich erinnern, Olivia, das war... Ja, genau, das war in den ersten Spielen. Olivia, das war die Freundin, die immer da von New York angerufen hat, wo sie ihren Job aufgegeben hat. Und ja, eigentlich war das, ist das wirklich eine beste Freundin? Eine beste Freundin aus der Vergangenheit. Ich würde sagen, wir rufen sie mal an. Hallo? Hallo? Mr. Canton, sind Sie das? Wer spricht da bitte? Olivia, ich bin's. Kate. Kate? Mensch, ist das seltsam, nach so vielen Jahren deine Stimme zu hören. Hab deinen Brief bekommen. Kate, den habe ich vor 2 Jahren abgeschickt. Ich weiß, hier war alles kompliziert. Kompliziert? Und wann kommst du nach New York zurück? Du weißt schon, um das Grab deiner Mutter zu besuchen. Du weißt, dass ich nicht zurück kann. Ich werde immer noch polizeilich gesucht, wegen des Verkaufs der Vorarlbergfabrik. Oh, das habe ich nicht vergessen. Wenn du wüsstest, wie sehr diese Vorwürfe deine Mutter verletzt haben. Besuche von der Polizei, Verhöre und das so kurz nach der Diagnose. Und trotzdem hat die arme Frau immer gehofft, dass ihre Tochter eines Tages zurückkommt. Oder wenigstens in ihren letzten Tagen nochmal anruft. Deshalb rufe ich an, weil es mir nicht egal ist. Nur seit Katjuschas Tod und meiner Flucht aus dem Bergwerk war alles, ja, kompliziert. Und dann ist da die Frau auf dem Bild, Dana. Wovon redest du, Kate? Hör dir mal selbst zu. Nichts, was du sagst, ergibt irgendeinen Sinn. Olivia, bitte. Kate, ich... Okay, hör mir zu. Ich dachte, du hattest viel Zeit, darüber nachzudenken, wie du uns alle im Stich gelassen hast. Mich, deine Mutter, Dan, selbst den armen Mr. Canton. Und vielleicht etwas Reue zu empfinden. Aber das war wohl Wunschdenken. Du rennst Luftschlössern hinterher und ignorierst die, die dich lieben. Klar bist du sauer. Glaubst du, ich bin nicht wütend auf mich? Na, das hoffe ich doch. Aber ich kann nicht mehr ändern, was geschehen ist. Es ist vorbei, Olivia. Alles, was mir bleibt, ist die Frau auf dem Bild. Oh, Kate. Ich hätte es wissen müssen. Und ich hätte dich nie bitten sollen, mich anzurufen. Leb wohl, Kate. Ich hoffe, du findest, was immer es ist, nachdem du die letzten 3 Jahre gesucht hast. Aber eins ist sicher. Du wolltest allein sein
Und das wirst du auch bleiben. Ja, das war wohl ein Fehler. Aber es gibt immer zwei Seiten von solchen Dingen. So eine beste Freundin ist es dann nicht, weil sie kann ja auch nicht verzeihen. Ja? Nach so langer Zeit, Leute. Ja. Ja, wo geht die Reise hin? Ja, die geht natürlich dahin, dass wir das Mädchen auf dem Bild finden. Dana Rose. Genau, jetzt wird erstmal geschlafen hier. So, wir sollten schließlich auch in ein anderes Viertel, wie ich das so mitbekommen habe. Ne, ich habe jetzt wieder vergessen, so, ja, so kurz denke ich mit, ja. Welches Viertel das war. Ja. Okay, los geht's. Neuer Tag, neues Glück. Ein neuer Tag in Wagen. Ich muss die Tram zur Musikakademie nehmen, wo Dana Rose in den 1930ern studiert hat. Mit etwas Glück haben sie dort noch ihre Akte. Dana Rose, ja, das ist natürlich klar. Da muss ich die Tram nehmen. Aber die nehmen wir das nächste Mal. Dann würde ich sagen, jetzt wieder ein Stück weiter gekommen. Und ja, ich mag diese Zeitreisen, wo es hingeht. New Jersey war auch sehr interessant zwischendurch. Und ja, die Beziehung zu ihrer alten Freundin, das scheint es wohl gewesen zu sein. Und Freunde, ich sage euch auch, was jetzt gewesen ist. Und zwar für diesen Teil. Und bis zum nächsten Mal. Vielen Dank fürs Zusehen und Zuhören. Dann bin ich erstmal weg. Tschüss.